aufgewachsen in einem Waldstück, kurz vor Weihnachten einer speziellen Prüfung unterzogen. In der Wohnung aufgestellt und vom Christkind geschmückt. Die Rede ist vom Christbaum. Wir verkaufen vorwiegend Nordmantannen, die ist momentan der gängige Baum. Früher war es eher die Fichte oder die Blaufichte und der Trend geht immer mehr zu den Nordmantannen. Der Vorteil ist, sie nadeln nicht ab und stechen nicht. Wo auch eine Nordmantanne stehen, die steht bei mir immer bis zu den Heiligen Drei Könige. Das ist ja Tradition bei uns, eigentlich immer schon. 6. Jänner ist das vorbei. Auf alle Fälle bis Heiligen Drei Könige und dann kommt es darauf an, wie es platzmäßig ausschaut. Und dann bleibt er stehen, das ist ziemlich exakt immer bis 6. Der Christbaum hat einen langen Weg hinter sich. Nach Weihnachten wird er in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen. Darf man einem schwedischen Möbelhaus Glauben schenken, werden Christbäume in Schweden aus dem Fenster geworfen. Hier in Österreich passiert das nicht. Die Bäume in Steyr werden von den Kommunalbetrieben ab dem 2. Jänner bei den Müllplätzen eingesammelt. In Linz kümmert sich die Linz AG um die Bäume. Für uns ist wichtig bei der Christbaumentsorgung eines, der Christbaum sollte straßenseitig bereitgestellt werden beim Eingang. Das zweite, was wichtig ist, der Christbaum soll abgeräumt sein, der Christbaumschmuck soll nicht mehr drauf sein, Lametta sollte nicht drauf sein. Das behindert die weitere Verarbeitung und die weitere Behandlung. Die Linz AG führt im Jänner 3 Termine durch, jeweils am Montag, und zwar vom 7., am 7.1., am 14.1. und am 21.1. sammeln wir im Stadtgebiet die bereitgestellten Christbäume ein. Dabei sind 7 Fahrzeuge im Einsatz. Insgesamt sind 21 Mitarbeiter, die die Christbäume sammeln und dann zur Kompostanlage bringen. Und wer ihn etwas zerkleinert, kann ihn in die Biotonne geben, sofern dort noch ein Platz vorhanden ist. Auch ausgediente Christbäume erfüllen noch eine Aufgabe. Sofern Weihnachtsbäume noch nicht ausgetrocknet sind, dienen sie beispielsweise in Wien Elefanten und anderen Tieren als Nahrung. Und was passiert mit den Christbäumen in Linz? Die Christbäume kommen zu uns in die Kompostanlage, werden dort gehäckselt und werden dann als Strukturmaterial der Kompostierung zugeführt und werden dann zu Kompost verarbeitet. Rund 30.000 Christbäume werden jedes Jahr von der Linz AG eingesammelt. Sie legt dabei übrigens ca. 3.600 Kilometer im Stadtgebiet zurück.